Hallo zusammen. Ja, ich bin's wieder, der Ralf von Zölli on Tour und diesmal in ganz anderer Umgebung. Ich bin meinen Keller runtergegangen, ich habe nämlich was vor. Und das seht ihr jetzt gleich. Ja, liebe Campagnafahrer, ihr kennt alle diese Tür. Die hängt ja vor unserem kleinen Kühlschrank. Und diese Tür ist auch gleichzeitig als Tisch für draußen und drinnen verwendbar. Eine ganz, ganz clevere Idee. Hatte einen kleinen, klitzekleinen Haken. Sie war einfach zu klein. Ja, und um das Ganze jetzt etwas größer zu gestalten, sind doch einige auf der Seite oder auf dem in der Facebook-Gruppe der Companieros, also in der Campagna-Familie, auf die Idee gekommen, eine größere Platte da drüber zu legen. So, da wurden die Maße 75 x 55 cm angegeben und ich bin jetzt so frech und nehme 80 x 60 und hoffe, dass das klappt, denn ich habe es noch nicht ausprobiert, wie das jetzt in der Realität aussieht, sondern ihr seid jetzt direkt dabei. Ja, wir fangen jetzt mal an und zwar als erstes lege ich diese Platte, nämlich die vom Tür vom Kühlschrank, lege ich jetzt auf die Bambusplatte, die ich bestellt habe. So, ich nehme die Platte jetzt erst nochmal und stelle sie beiseite. Wir haben hier eine schöne Bambusplatte. Und diese Bambusplatte, das ist Bambusleimholz. Ich kann es mal von der anderen Seite zeigen. Da steht es drauf. Wenn ihr das auch machen wollt, bestellt ihr einfach eine ganz normale Leimholzplatte. So, und die bekommt ihr auch beim Onlinehandel der verschiedensten Baumärkte. So, ich werde jetzt hier erstmal die Schutzfolie entfernen. Dann legen wir als Hilfestellung unsere Platte drauf. Wir können aber auch so das Maß nehmen. Und dann stellen wir jetzt hier an den Seiten, nehmen wir jetzt das Maß und machen einen Strich. Damit wissen wir, wo links und wo rechts jetzt die Grenze ist. Und da wollen wir dann, ich habe einfach aus dem vorhandenen Holzbestand hier so zwei Massivhölzer genommen. Und die werden dann so und so hier angebracht. Und das soll den Tisch nachher halten. So, jetzt habe ich mir die Platte, also die Schranktür sozusagen, aus dem Campagna hier jetzt genau draufgelegt. Hier habe ich 11,5 cm auf jeder Seite gelassen. Das muss nicht auf den Millimeter genau stimmen, weil da werden sich auch vom Schwergewicht, wenn man sich drauflegt oder drauf drückt, wird sich hinterher auch nichts tun. Ich muss jetzt nur schauen, dass hier alles auch seine Ordnung hat. So, das ist passend und da ist es passend. Dann wollen wir hier mal einen richtigen Strich ziehen. So, und dann ziehen wir jetzt hier einen Strich. So, und dann müssen wir noch, das zeige ich euch gleich, so. So, hier haben wir jetzt die Scharniere und die stehen hier unten etwas über, sodass das Ganze dazu führen würde, dass der Tisch schief steht.
So, damit das jetzt aber nicht der Fall ist, gehen wir jetzt also hin und werden hier etwas rausfräsen. So. So, was da dann zu sehen ist, nachher kann man ja wegradieren. So, dann haben wir nämlich jetzt hier unser Holz, was wir jetzt hier anbringen. Die Platte kann jetzt weg. Und dann haben wir hier unser Holz, was wir hier drüben anbringen. So, ich habe mir jetzt hier einen Bohrer reingemacht, einen Viererbohrer. Ich hätte lieber einen Dreier genommen, den habe ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Und dann muss ich jetzt hier nur noch auf Bohren umstellen und die Einstellung ist eigentlich nur für einen Akkuschrauber, also lasse ich es mal weg. So, ich werde jetzt dann halt eben hier vorbohren. So, wo kann man das gut sehen? Hier vorne an der Ecke, gut. Das ist jetzt praktisch das gleiche, ungefähr mittig. Jetzt hier die eine Seite noch, auch wieder ungefähr mittig. So, jetzt sind die Löcher hier vorgebohrt und die Schrauben habe ich schon mal reingesteckt und gucke jetzt, dass es auch schön passt und werde jetzt gucken, dass ich die Schraube hier reinkriege. Das ist schon mal gegangen. Und das auch. Und wir haben vorher natürlich hier wieder auf Akkuschrauber umgestellt. Wir gehen jetzt mal auf die Einteilung. Das ist wohl schon alles gut. So, und dann machen wir jetzt mal an der anderen Seite weiter. Schauen wir mal, ob wir jetzt das Ganze hier noch abkriegen. Ja, es ist nicht gefährlich durchgegangen. So, wenn man das Werkzeug natürlich nicht elektrisch zur Verfügung hat, dann sollten es auch hier diese kleinen Schaber tun. Bin zwar kein Schreiner, kein Schnitzer oder Fachmann da irgendwo, aber ich versuche es jetzt einfach mal und wir werden dann sehen, ob es funktioniert. So, nun schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Die Wasserwaage
zeigt mir, dass es soweit okay ist. Ist alles in der Toleranz. So passt jetzt hier wunderschön die Tür aus der Küchenecke unter diese Bambusplatte. Ich werde das Zeug jetzt mit rausnehmen und im Compagna anbringen. Und dann könnt ihr sehen, wie das passt. Und dann werde ich euch auch sagen, ob ich zufrieden bin oder noch was verbessern muss. Ja. Hast du gut gemacht. So, Claudia ist jetzt gerade dabei, das Ganze zu begutachten. Ja, sieht gut aus. Ne? Also, ich bin erstaunt, wie dunkel unser neues Holz schon geworden ist, ja, in den 2 Jahren. Aber das liegt hier sowieso jetzt im Schatten und ich glaub, das hier wird ist noch extra angestrahlt und liegt in der Sonne. Ist das noch lackiert und das ist nicht lackiert? Ja, das könnte sein. Also, was wir jetzt noch machen könnten, das wäre jetzt das Holz noch behandeln. Ja, hier vielleicht doch die Ecke noch ausschneiden. Nee. Aber das scheint mir so ganz gut zu gehen. Ich habe die Sitze schon mal umgedreht. Das war relativ einfach, also nicht anders als sonst auch. Und der Tisch ist noch beweglich. Man kann ihn also noch ein Stückchen weiter jetzt hier nach links oder auch noch weiter nach rechts bewegen. Wackeln tut er ganz leicht. Also man müsste sich jetzt hier schon anstrengen, aber wenn ich jetzt hier richtig drauf drücke, das geht nicht weiter, das hält sich. Ne? Eventuell werden wir da noch was mit Befestigungen überlegen, aber es könnte auch sein, dass wir nur einfach die Scharniere, die wir hier unten jetzt so zum Halten angebracht haben, nur jetzt dieses Holz, dass wir das vielleicht verkleiden und dann wird das Ganze ein bisschen strammer und dann sitzt das auch stabiler. Ja, es macht richtig Spaß jetzt an dem gelungenen Experimenttisch im Compagna zu sitzen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die in der Compagna-Familie kürzeren Längen und Breiten genommen, sondern einfach 80 mal 60. Dann hat man eine richtig schöne, tolle, große Fläche. Ein paar Kleinigkeiten werden wir vielleicht noch anpassen müssen. Und dann sollte es gut funktionieren. Und wir werden ja mit dem Zölli jetzt auch mal unterwegs sein. Und dann können wir euch berichten, inwieweit in der Praxis sich unser Tischexperiment dann bewährt. Ja, wenn euch das jetzt gefallen hat, eine kurze Bastel-Einheit auch mal so zwischendurch, dann könnt ihr dem Ganzen hier ja einen Daumen hoch geben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann das Glöckchen auch noch zu betätigen, weil dann werdet ihr immer erinnert und darauf aufmerksam gemacht, wenn es wieder was Neues von Zölli on Tour gibt. Und wir sind ja nicht nur on Tour, sondern wir sind ja auch ohne den Zölli on Tour. Das heißt, bei uns gibt es jede Menge Reisen und immer einen Ein- und Ausblick in Reiseerfahrungen, woraus ihr natürlich dann auch zehren könnt. Ja, ich wünsche euch eigentlich jetzt erstmal alles Gute. Vielleicht fällt euch noch ein netter Kommentar ein. Wenn nicht, ist auch gut. Und bleibt gesund. Und ich sage tschö. Und bis die Tage, euer Ralf.